Lieber Ricardo, wo wir den Termin gesucht haben, das ist jetzt 6 Wochen her, haben wir ein bisschen gefrotzelt, dass ein Termin bei dir zu bekommen ist, fast schwerer als in der Kinderpsychiatrie. Ja, Und wobei 6 Wochen ist jetzt human. Ich sag jetzt manchen in einem Jahr. in einem Jahr, okay, da hast du die Jugendpsychiatrie jetzt überholt, eindeutig. Das Traurige an dem Ganzen ist ja wirklich, dass durch Corona und durch die Lernsituation ja einiges im Argen liegt. Und da bin ich letztendlich auch auf dich gekommen, weil du hast eine super Initiative gestartet. Wissenschaft Freiheit. Und wenn man es langsam ausspricht, kann Wissen schafft Freiheit. Also da hast du wirklich Genau. was Feines überlegt und du willst jetzt Lernen neu denken. Daher, wie kamst du dazu? Weil du hast schon vorhin erzählt, Zauberei war dein Ding. Also wie kam deine Motivation, jetzt von der Zauberei weg zum Lernen zu gehen? Und dann plötzlich von einer, wie hast du erzählt, nicht mal ein 3-Stunden-Woche jetzt zu einer 12-Stunden-Tag, 12 Stunden wären sieben-Stunden-Woche? manchen Tagen ja noch echt cool. ja, geplant war das alles nie, aber wie sagt meine Mama immer so gerne, Ricardo denkt und Gott lenkt. Wer gewinnt, wissen wir. Ich gebe da einen Tipp, ich bin es nicht, ja? Also von den Plänen für die Welt da draußen. Und ganz kurz, also meine Eltern haben mich damals ja schon anders unterrichtet und ich bin jahrelang zu Hause unterrichtet worden, 30 Minuten die Woche, weil sie sich eben beschäftigt haben, wie das Gehirn kindgerecht gewisse Informationen aufnimmt. Und jedes Kind ist ein Genie, wenn du gewisse Dinge zulässt. Du brauchst du nur mal schauen, wie schnell die sich bei irgendwelchen Computerspielen Pokémon auswendig merken oder verschiedene andere Dinge. Also unglaublich, was da geht, aber sie kriegen dann 3 Buchstaben einer Matheformel nicht in den Kopf hinein, 3 Wochen lang. Also es liegt ja nicht am Kindergehirn. Das wussten meine Eltern, haben einiges da anders mit mir gemacht. Wir haben auch 3 Jahre dann in Peru, in Südamerika, im Dschungel gelebt. Das war auch eine coole Zeit. Und ja, das ist so weitergegangen. Also irgendwann war ich dann normal unter Anführungszeichen an der Schule. Und ich bin Berufszauberer eben nachher geworden. Und in der Zauberei musst du dich mit gewissen Techniken beschäftigen, weil stell dir mal vor, du sitzt in einer Zaubershow, geht um eine Mentalmagienummer und der Zauberer sagt, warte, kein Problem, ich schreibe das auf, wiederhol das 5 Minuten und dann können wir weitermachen. Oder du ziehst eine Karte und der Zauberer fragt dich dann nachher, war es die oder die? Ich weiß es echt nicht mehr, aber eine von den beiden war es, bist du beeindruckt. Also kommt überhaupt nicht gut an. Da müssen gewisse Dinge einfach sitzen. Und ich habe mich dann einfach weiter mit verschiedensten Lernmethodiken, ob es ist Memotechnik, Logotechnik, Fotoreading oder Gedächtnispalast oder was auch immer, mich mehr damit beschäftigt, an und für sich nur für mich, muss ich ehrlich sagen. Weil ich auch gar nicht zu dem Zeitpunkt mitbekommen habe, wie es den meisten Schülern geht und dass die so einen Lerndruck haben. Ich hatte immer den Langeweile-Druck, und mir dachte, oh Mann, können die endlich mal weiter tun, ja. Und ich hatte auch bei den Prüfungen nie Stress. Also ich habe das gar nicht so gesehen, muss ich auch damals sagen, in der Schule, wie es den anderen gegangen ist. Weil ich für mich kannte es ja so nicht. Ja, und dann habe ich das eben für mich gemacht und irgendwann einmal bin ich ganz kurz vor mir im Freibad gelegen, habe Nummern auswendig gelernt, so 200-stellige Zahlenblöcke auf Zeit und mich mit indischer Mathematik beschäftigt. Jetzt kannst du dir vorstellen, was meine Freunde zu mir gesagt haben, so, der spinnt doch, ja? Der lernt Zahlen auswendig. Im Schwimmbad. Ja, genau, in seiner Freizeit, jetzt ist vorbei mit dem Zauberer. Ja. Und da war eine Lehrerin dabei und hat gesagt, du zeig das doch mal meiner Klasse, zweite Klasse. Und ich habe gesagt, ja, cool, was macht ihr da gerade? Ja, wir sind beim 1x1. Und dann haben wir es eben hinbekommen, dass die nicht 1, 2 Jahre, sondern 1, 2 Stunden brauchen. Und das hat sich rumgesprochen. Dann habe ich weitere Schulen angerufen, dann habe ich so ein Schulpaket aufgestellt. Das heißt, ich habe den ganzen Vormittag mit den Kindern gearbeitet, den Nachmittag mit den Lehrern, den Abend mit den Eltern. Und das habe ich kostenlos anbieten können, weil ich über die Schulen eben auch noch teilweise über die Elternfirmenvorträge oder Zauberaufträge bekommen habe, ohne dass ich nachfragen musste, weil da hat es dann am Abend geheißen, hey, du, meine Schwester, die heiratet, die sucht dir für die Hochzeit einen Zauberer, mach du das gleich. Also cool, ja. Und weil die Schulen sind nicht so unterfinanziert, deswegen habe ich das für die eben damit kostenlos anbieten können. Ja, das hat sich rumgesprochen, das ging nicht so, das ging so. Ja. Und ich habe im zweiten Jahr dann gleich mal ein paar 100 Vorträge in einem Jahr gegeben, da war ich mal platt. Und das ist weiter und weiter gegangen, bis irgendwann einmal ich angefangen habe zum Rechnen und gesagt, okay, wir haben zehntausende Schulen im deutschsprachigen Raum und ich kann in einem guten Jahr 100 mal für einen Tag besuchen, was ja auch nicht ausreichend ist. Dann haben wir gedacht, puh, das wird problematisch, ja, egal wie alt ich werde, das geht sich in meiner Rechnung, geht sich das nicht aus.
Und alle 4 Jahre sind die von unten auch noch neu befüllt. Und dann habe ich versucht, mit den Bildungsdirektionen und so zu reden. Das hätte ich mir auch gleich sparen können. Also das kannst du vergessen. Also selbst Magie hat nicht geholfen? Nee, ja, ich meine, ich hätte wegzaubern können, aber... Das ist auch nicht die Lösung. Ich bin ja nur im Anfängerkurs in der Zauberei, weißt du, seit dem Brexit darf ich nicht mehr nach Hogwarts, jetzt ist dann alles kompliziert worden. Auf jeden Fall einmal habe ich dann auf Druck der Eltern auch ein bisschen, die dann gesagt haben, hey, gründ doch selber Schulen, überleg dir doch selber was, habe mich noch mehr mit dem Gerald beschäftigt und mit Birkenbiel und wo ich eh schon vorher sehr drin war und habe dann versucht, mein Schulkonzept zusammenzubasteln daraus, habe das aber wieder weggeschmissen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe einen Denkfehler, es geht ja nicht um mich, es geht auch nicht um dich, es geht um die Kinder. Und jetzt habe ich den einmaligen Vorteil gehabt, ich war in der Praxis, ich habe jede Woche, jeden Tag neue Kinder gehabt in allen Altersklassen und mir dachte, die frage ich mal. Und habe eben immer eine halbe Stunde lang ein bisschen Techniken gezeigt, damit die sich mal vorstellen können, dass es überhaupt anders geht. Ja. Weil eine Mädchenklasse mit 14 Jahren kann sich nicht vorstellen, dass Physikformel lernen Spaß machen kann, ja. Ja, dass man dabei lachen kann. Das ist für die so weit weg. So gut geprägt, so gut konditioniert über die Jahre hinweg. Ja, genau. Und das habe ich denen einfach mal immer gezeigt und habe gesagt, stellt euch vor, ich bin Bildungsminister und Gott in einem, ich mache morgen Schnipp, die Schule ist weg und die neue ist da. Wie sieht die neue aus? Alles ist möglich. Und da habe ich mit viel gerechnet, also so, ja, in Wolke 7 mit dem Ferrari wollen wir lernen, ja, so nach dem Motto. Es haben auch ein paar gesagt und ein paar haben gesagt, brennt die Schule nieder und baut sie nie wieder auf. Mhm. Aber 9 von 10 haben mir eigentlich nur 2, 3 Dinge erzählt. Und zwar, das waren ganz, ganz grundlegende Dinge, wo ich mir dachte, oh Kacke, wo sind wir, dass wir das in den Augen der Kinder nicht erfüllen? Das war, wir wollen mit Freude und mit Spaß lernen. Mhm. Und wir wollen Dinge erlernen, die wir wissen, dass wir sie im Leben gebrauchen können. Ja. Es hat sich kein einziger Schüler, ich meine, der dritte Punkt war noch ein bisschen, wir wollen unseren eigenen Tempo. Der eine will mit 7 lesen lernen, der andere mit 9, der andere schon mit 4. Mhm. Wir versuchen die da alle, du bist 7, du musst durch diese Schablone jetzt durchpassen, das ist Schrott. Ja. Ja. Und auf jeden Fall, man dachte, okay, diese grundlegenden Dinge, weil kein Erwachsener möchte bitte einen Job machen, der absolut sinnbefreit ist und keinen Spaß macht. Ja? Also das will niemand. Also kurzfristig für Geld, ja, aber irgendwann wird das leer, hohl. Also ja, wozu? Du machst dann mal so einen Wochenend- oder Ferienjob, dass du mal ein bisschen Geld kriegst, aber nicht 12 Jahre lang. Nicht als Lebensaufgabe, nein. Nicht 12 Jahre lang, vor allem nicht in den Jahren, wo du dich entwickeln möchtest. Ja, also so viel Alkohol und Drogen kannst du gar nicht nehmen, um das zu kompensieren. Ich meine, sie versuchen es, aber ja. Auf jeden Fall habe ich dann mit denen weitergesprochen und gesagt, ja, okay, verstehe ich natürlich. Ja. Und es hat sich kein einziges Kind bei mir beschweren und gesagt, du Ricardo, stell dir mal vor, ich musste lesen lernen. Ich hätte am liebsten nie lesen gelernt. Ja. Manche haben gesagt, ich wollte es erst später, ich wollte es erst früher, ich wollte andere Bücher lesen, ich wollte es anders erlernen. Aber niemand hat sich grundsätzlich über das Thema beschwert. Aber sie mussten ja lernen, wann ist irgendein Kriegsherr 328 vor Christus mit irgendjemand anderem in Streit gekommen und hat den umgebracht. Ja. Binomische Gleichungen, wo sie noch nie einen Erwachsenen gesehen haben, der die je wieder gebraucht hätte. Und ja. Über diese Dinge haben sie sich beschwert und die vergessen sie ja auch wieder. Wenn du dann die 16-Jährige fragst, was sie vor 2 Jahren in Physik gemacht hat, die hat sowieso keine Ahnung. Geschweige denn, wenn du sie mit 25 fragst. Die hat eher noch Probleme überhaupt, sich daran zu erinnern und kriegt Angstzustände. Ich habe hunderte Kinder gefragt, wirklich, um Beispiel Physik zu bleiben. Ich meine, ich finde Physik großartig, aber so wie es dir beigebracht wird und vor allem mit dem Alter und ohne irgendwie Praxis, ja, also die haben in einer Schule die Hebelgesetze auswendig lernen müssen und ich bin mit denen rausgegangen, wir haben einen großen Stein genommen, einen Stecken darunter geklemmt, gesagt, drückt hier drauf, ja, Sache war erledigt. Ja, natürlich. Das heißt, die Kinder wollen nicht Physik lernen, sie wollen es nicht so lernen. Und ja, damit war das auf jeden Fall dort gegessen. Das heißt, jeder Mensch möchte lernen, er möchte aber nicht das lernen und nicht so lernen. Das war die Grundessenz daraus. Und dann habe ich lang probiert, okay, wie lange brauchen wir, dass wir den Kindern das beibringen mit Spaß, mit Freude, mit Technik. Und ich habe das genannt, Schule der Zukunft in 2 Schritten. Schritt 1, sind wir noch in diesem System. Das heißt, wir haben noch diese Vorgaben. Ah, du bist 7, du musst rechnen können bis 40 und du musst lesen können bis zu... Ist idiotisch, aber wir sind jetzt noch drinnen. Und Schritt 2 ist dann erst, wenn wir in einem freien System sind, wo die Kinder selber entscheiden können. Ne? Und im Schritt 1 versuchen wir eben den Stoff, wie sinnvoll er dort ist, ja, schneller, effizienter und lustiger zu gestalten. Mhm. Und dann bin ich auf circa 1 Stunde am Tag gekommen. In dieser Stunde kriegen wir das hin, dass die Kinder durchschnittlich den Schulstoff können. Mhm. Ich rede jetzt einmal bis zu 14 Jahre, also bis Pflichtschule.
Bei euch in Österreich, genau. Auch in Deutschland, also ich habe das ja überall gemacht. Stimmt, in Deutschland auch, 14 Jahre, danach kannst du frei entscheiden. Genau, danach kannst du frei entscheiden und da brennt der Hut am meisten bei denen. Ja, also deswegen habe ich mich mal darauf fokussiert. Und danach werden es halt vielleicht 2 Stunden oder 3 Stunden sein, aber in der Oberstufe bin ich 10 Stunden am Tag dort gesessen. Wenn mir einer nur Klar. gesagt hätte, du, wir können das auf 5 Stunden reduzieren, hätte ich ihm die Füße abgeleckt. Ja. Na Ja. klar, damit öffnest du. Du öffnest ein Tor, dass wieder Kapazität da ist und der Druck Genau. rauskommt. Und dann haben natürlich die ersten Eltern, wie ich das nur ausgesprochen habe, spinnst du, wir arbeiten beide, du kannst das Kind nicht in Genau, der Schule wieder nach Hause schicken. Ja? Da habe ich kein Problem, jetzt kommen die richtigen Schulfächer. Und wir wissen ja seit Ewigkeiten, die 3 Fächer, die das Gehirn am schnellsten entwickeln, nämlich Sport, Musik und Kunst, werden immer gestrichen. Das heißt, es wird einmal das erste Fach ist der Körper. Und da gehört Sport, Musik und Kunst natürlich rein, weil das ist Arbeiten mit dem Körper. Und wenn der eine sagt, du, ich will Sport machen und zeichnen, aber ich will nicht musizieren, ist gut. Und wenn der andere sagt, ich will es umgekehrt, ist auch gut. Ja, Nimmst halt Theaterspiel noch mit dazu. ja, ist doch super. Also ich wollte zum Beispiel Musik nicht, aber ich habe es geliebt zu zeichnen und ich habe Sport geliebt. Und tue es immer noch. Aber ich mag halt Musik nicht, ist nicht so meins. Aber wir müssen uns auch klar sein, das sind Kulturleistungen, die wir von den Kindern verlangen. Weil Lesen, Schreiben, Rechnen, Musizieren, das sind Kulturleistungen. Sogar sehr alte. Im Chinesischen gab es einen Musikminister in den ersten Dynastien schon. Ja, Das ist genau. uralt, die Musik, der Klang. Aber ich sage nur, man kann ein Kind nicht dazu zwingen. Ich meine, das Kind macht immer von selbst von der Biologie, es lernt laufen, springen, reden und Co. Das sind biologische Leistungen. Aber Kulturleistungen, das sollten wir doch bitte nicht unterscheiden. Es sagt ja zu dir dann, also wenn du jetzt 7 Jahre alt bist und du kannst noch nicht lesen, dann heißt es, du bist dyslexisch, ja? Du hast ein Problem, du musst zum Psychologen, ja. Aber Wir wenn du haben die mit sieben richtige Jahren Pille nicht für dich. Klavier, wenn du nicht mit 7 Jahren nicht Klavier spielen willst, dann sagt keiner, du bist dysklavierisch, du bist dysmusikalisch, du gehörst doch mal bitte zum Psychiater. Also ist doch vollkommen bescheuert, Das ist ja? bescheuert. Wobei früher das wirklich gab. Früher war das A und O, dass man gut klingt, dass man eine Ja. Harmonie ausstrahlt. Das haben die Ja, genau. Römer irgendwo verschlissen. Also da ging doch vieles verloren. Genau, also ich sage, wir müssen eigentlich zu einem ursprünglichen System wieder zurück. Ja. Also es ist alles schon da auf dem Planeten. Wir müssen jetzt nichts Genau. Neues erfinden. Wir Nein. wissen auch seit Ewigkeiten, wie das Ja. Hirn tickt und wie ein Kind lernen will. Das wird absichtlich weggehalten. Es ist ja nichts Neues, was ich erzähle und dass die Inder eine gute Mathematik haben, dass das gut funktioniert da drüben. Das habe ich ja nicht erfunden. Und Memotechnik gibt es seit, weiß ich nicht, 2000 Jahren. Das habe ich auch nicht erfunden. Ja? Das hat es einfach nur Da sind an wir den beide Mann so im gebracht. Gleichklang. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben alles da, wir müssen es nur noch anwenden. Ja, und wir hatten es schon mal angewendet. Ja, natürlich. Und Jetzt komme dann ich zur kam. schwersten, ja, jetzt komme ich zu der schwersten Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Von den ganzen schönen Momenten, die du erlebt hast, was war deine schönste? Der schönste Moment ist schwierig zu sagen, weil es immer wieder mal und das Momente mit Kindern zu werten, ist schwierig. Aber ich glaube, das erste Mal, wie das passiert ist, war vielleicht dann doch das Schönste. Das war ein Mädchen, 15 Jahre alt, hat sich komplett aufgegeben, war geritzten Unterarm, dauerbesoffen und chronisch in der Schule gesessen, im letzten Eck am Boden immer und hat gesagt, ich bin zu blöd für alles, ich versuche jetzt irgendwie noch diese Klasse rumzukriegen. Ich werde sowieso beim Arbeitsamt landen und aus mir wird sowieso nichts. Also die hat sich auch wirklich die einfachsten Dinge wie 4x4 nicht mehr zugetraut. Und die ist nach dem Vormittag zu mir gekommen, freudestrahlend, und sagt, ich bin ein Genie, ich wusste es nur nicht. Klasse. Ja, also die war einfach extrem überkreativ im Kopf. Und wenn man der dann zeigt, dass sie mit Geschichten, mit Bildern, mit lustigen Dingen auch den trockenen Stoff lernen kann, die ist abgegangen. Hab dann noch einige Monate auch Kontakt mit der gehabt, die ist dann, ja, also unglaublich. Ich habe Szenen erlebt, das war vor ein paar Monaten erst, wo mich 3 Mädels bei einem Vortrag sind auf mich zugestimmt, haben mich umarmt, die waren zwischen 6 und 10 gefühlt. Und haben gesagt, ja, wir müssen wegen dir seit einem Jahr nicht mehr dorthin. Wir waren Mitte Oktober mit dem Schulstoff fertig und seitdem sind wir mit der Mama draußen im Garten und gehen viel reiten und sind im Wald und sind am Spielplatz und bauen uns jetzt unsere Zimmer um und Also, die haben ja. ihre Kindheit wieder bekommen. Die haben ihre Kindheit wieder bekommen. Ich habe eine ganze Kiste zu Hause mit handgemalten Briefen von Kindern, die sich bedankt haben und das kann mir niemand nehmen. Schön. Egal, was jetzt die Medien da erzählen über, das ist so ein rechtsradikaler Kinderindoktrinierer und Ja. sonstige Spinnereien, aber was sind die üblichen Angriffe, ja? Immer, wenn sie was nicht verstehen, das war in der
Galileo Galilei, alle, die sie nicht verstanden haben, haben sie immer versucht, persönlich niederzumachen. Genau. Das, da kannst du dich in die Geschichte irgendwann mal einreihen. Ich weiß, ja. Du hast Manche haben ein ja Glück, nicht. du hast ein Glück. Holz verbrennen ist ja CO2 schädlich, darum kommst du zurzeit nicht auf den Scheiterhaufen. Ja. Und die haben nur die Hexen verbrannt, nicht die Weiß. Zauberer, Sehr schön, das ist eine schöne Sternstunde. Und da hast du richtig viele Sternschnuppen in deiner Kiste. Das ist ja, klasse. genau. Und die kann mir niemand nehmen. Ja, also Nein, da die können Sie bleiben. mir erzählen, was Sie wollen da draußen. Ich habe in zehntausende glänzende Kinderaugen geblickt. Das, ja. Auf jeden Fall kurz zurück zu dem anderen. Auf jeden Fall der erste Fach nenne ich den Körper. Das heißt, Umgang lernen über Sport, Musik und sonstiges mit seinem Körper, auch zu verstehen, wie funktioniert das da. Das tut weh, wenn man da reindrückt. Das ist ein Muskel, das arbeitet so und so. Was geht hier, hier, hier und auch hier hinein? Was macht das mit mir? Die Sinne. Dann der zweite Part, Körper, Geist und Seele, wie man so schön sagt. Das heißt, Umgang mit mir selbst, als Mensch, Umgang mit anderen Menschen, zwischenmenschliche Themen lösen können. Mentaltraining, Atemtechniken, Meditation, sich innerlich kennenlernen. Und jetzt hat er hoffentlich gelernt, mit seinem Körper, sich selbst und anderen umzugehen. Er hat im normalen Unterrichtsstunde Lernen, Lernen gelernt. Und das dritte Fach ist dann die Vorbereitung aufs Leben. Das gliedert sich in zwei Parts. Das eine ist, was brauche ich zu 99%? Das heißt, ein Reifen wechseln, eine Glühbirne wechseln, sich was kochen können, eine Salatpflanze anlegen, ein Konto eröffnen. Das Die zeigt dir ja was. Steuererklärung schreiben. Ja, das war erklärt. Wie funktioniert das überhaupt mit den Steuern? Ich habe mich als 19-Jähriger selbstständig gemacht und dann denkst du, ja, du kannst ja eh einkommen. Dann kommt die Steuer daher, Also die das dann kommt Ganze ein stimmen müsste. Formular und alles und du erbrichst. Ja. Oh, was ist Ja. denn das jetzt, ne? Weil Ja. als Kind hast du 10 Euro bekommen, das waren 10 Euro für Na, dich, ja. genau. Und nachher denkst du, Moment mal, ich kann einmal mindestens die Hälfte davon wegnehmen. Was Was ist denn bleibt jetzt noch? kaputt? Ja, das ist tatsächlich. Hey, da sind wir schon bei einer neuen Frage an dich. Herausforderung. Was war deine größte gemeisterte Herausforderung, die du bisher geschafft hast? Meine größte Gemeinschaft, abgesehen vom Energielevel, das manchmal dann echt hart war, auf den Punkt zu kommen, ich habe ja über 20.000 Lehrer vor mir sitzen gehabt. Und da war ich noch Mitte 20, wie das Ganze begonnen hat. Und für die meisten war ich so alt wie deren Kind. Und jetzt kommt da ein für die 20-Jähriger daher und der erzählt ihnen, wie das besser geht. Du kannst dir vorstellen, wie manche, also ich sag dir, es drittelt sich. Ein Drittel hat mich ignoriert, ein Drittel wollte mich umbringen und ein Drittel hat mich umarmt. Und er hat Das ist gesagt, aber eine gute endlich. Quote, eine echt Ja, gute Quote. Also kann man nicht schlagen, also passt. genau, ja. Und innerlich damit umzugehen, wie manche Lehrer Schule und Kinder sehen. Das hat mich in meiner Zeit schon sehr schockiert, ja? Aber denkst du halt, ja, ist halt so, ne? Also ich habe grandiose Lehrer gefunden, wirklich, die sich um die Kinder kümmern. Das sieht man auch in dieser jetzigen Zeit, wer steht auf Seite der Kinder und wer steht auf Seite des Systems und nur des Geldes. Aber also ich habe einen Schuldirektor gehabt, der hat alle Türen abmontieren lassen und sagt, wir sind ein offenes Haus. Wir dürfen miteinander kommunizieren, ihr dürft auch in andere Klassen gehen, wenn ihr sagt, okay, ihr fühlt euch bei diesem Lehrer wohler. Also der hat, ich habe grandiose Dinge gesehen, Und das aber trotz Amok, Alarm und allem, wo man mittlerweile an jedes Tür ein Schloss dran macht und einen Notrufknopf. Das ist toll. es ist Das muss natürlich man. illegal, was der macht, ja, Ja, sagt er aber auch das ist selber. ein toller Schritt. Und der steht in der Früh als erster draußen, klatscht mit jedem Schüler ab, setzt sich teilweise mitten in die Klasse hinein und hilft mit. Und also ich habe grandiose Dinge gesehen. Das ist nur leider die deutliche Unterzahl. Und was für mich dann hart war, sitzt du in einer Lehrerschule und hast da 40 Lehrer vor dir und 10 stehen auf und sagen, was für eine Scheiße. Bei uns hat Lernen nie Spaß gemacht. Warum sollen die Kleinen das bitte besser haben? Das ist, glaube ich, das wesentliche Problem, warum du an die vielen Erwachsenen nicht rankommst, weil die traumatisiert über ihre Kindheit da hinkommen und diesen Schmerz nicht nochmal erleben. Wobei, das ist ja paradoxe, die erleben ja nicht den Schmerz, sondern die Öffnung. Das ist Ja. ja wie wenn du einen Pickel ausdrückst. Klar tut es mal weh, aber dann ist der Eiter draußen. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn mir jemand sagt, warum sollen es die Kleinen bitte besser haben, Ja. also innerlich schmeiße ich den gerade aus dem Fenster raus. Und um das nicht zu tun, das war eine große Herausforderung für mich am Anfang, um dem nicht mal zu sagen, wieso bist du Lehrer bitte? Ja. Geh, weiß ich nicht, Tischlern, Klo putzen, mach eine Bar auf oder sonst irgendwas. Aber was hast du bei Kindern verloren?
Aber das kannst du auch bei Psychiatern fragen. Die Hälfte der Psychiater hat ihr eigenes Trauma noch nicht Ich verarbeitet. Und weiß. darum machen sie Psychologie. Also das findest du leider in der Zeit der Verwirrung häufig. Ja, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Lehrer oder sonstiges. Es geht nur darum, wo stehe ich, ja? Und das gibt es in jeder Berufsgruppe, aber da siehst du es halt extrem. Wenn ein Tischler was verpfuscht, passiert nichts Großartiges, ja? Aber bei Kindern kannst du ein Leben lang Traumas herausfüllen. Und ich habe mit Kindern, ich habe denen am Anfang, wie ich noch nicht viel unterwegs war, meine Nummer gegeben und meine sozialen Medien gesagt, schreibt mir, was euch bedrückt. Und ich habe auf die Lehrer nach draußen gegeben und gesagt, jetzt redet mal offen mit mir. Und da sind Dinge rausgekommen, was die teilweise mit denen abgezogen haben. Ich habe ja selber eine Mathelehrerin mal gehabt, die hat Schülerinnen bei uns so fertig gemacht, dass die weinend nach Hause gelaufen sind, mitten im Unterricht. Die ist auf die losgegangen, auf eine Art und Weise, das war nur noch zum Kotzen. Ich habe in meiner Schulzeit dann auch einen Lehrer dafür gesorgt, dass er fliegt von der Schule, weil der hat einen Frauenhass gehabt und der ist auf die Mädels so losgegangen. Das war so unter der Sau, dass ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, gesagt, okay, der geht von der Schule raus. Ich wehre mich halt. Aber die meisten machen das dann nicht. Und die gehen dann zugrunde und haben, so wie sehr viele in meinem Umkreis, ein lebenslanges Trauma. Also meine Freundin, wenn du der sagst, das Thema Lernen, die läuft weg. Ja, klar. Also mittlerweile nicht mehr, aber weil das für sie so schlimm war, was da teilweise passiert ist, auch unterschwellig. Und damit umzugehen und dann trotzdem an die nächste Schule zu gehen und wieder mit den Lehrern dort zu arbeiten, das war eine große Herausforderung. Und dann auch einen Weg zu finden am Schluss, wo ich dann gesagt habe, Schatz, das ist eine Bibliothek an Möglichkeiten, ich habe keine Ahnung, ich erzähle euch nur, was ich draußen gefunden habe, und das einen Mittelweg zu finden, dass sie das irgendwie akzeptieren können. Aber den Trotz, der da entgegengekommen ist, wo ich mir dachte, wenn ich Lehrer bin, wenn ich etwas besser machen möchte, ja, dann muss ich das genau befürworten, weil da bringt mir jemand bei, wie ich mit meinen Kindern leichter lernen kann und dann hätte ich ja auch mehr Zeit und kann mich besser um die kümmern. Das ist ja für alle eine Erleichterung. Ich sage ja nicht, ihr seid alle Kacke, sondern ich sage, schaut mal, es gibt andere Möglichkeiten. Wenn du die annimmst, wird es leichter für alle. Und ich habe ja auch nie gehört, ja, Moment mal, das ist ein Mist, weil, schau mal, das geht so schneller oder da gibt es das aus, weiß ich nicht, Urdu und das ist so und das funktioniert damit besser. Weil ich bin der Erste, der sagt, wenn man mir zeigt, wie einmal eins noch besser geht, dann geht na, her damit, ja, ich zeig's wieder allen anderen, zeig's mir, ja. Ich habe aber gehört, du bist zu jung, du hast das nicht studiert, du hast keinen Titel, was war dann noch? Ja, du bist kein Pädagoge, wir haben das immer schon so gemacht, das steht nicht im Lehrplan. Wer weiß, funktioniert das? Ich sag, geh am Vormittag bei den Kindern mit, dann weißt du, ob das funktioniert, da brauchen wir keine 10-jährige Studie. Aber das waren alles keine Argumente, die da gekommen sind. Das war irgendein Wischiwaschi, ja? Was Genau. ist denn das für ein Argument mit, du bist zu jung? Aber das kennen wir ja alle. Aber wie hast du Ja. es gemeistert? Ich habe mich einfach wirklich auf die konzentriert, die wirklich wollten. Und ich bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, wenn ich es schaffe, einen einzigen Lehrer an dieser Schule umzudrehen, dann passiert schon etwas. Dann habe ich in einer Klasse was geschafft und dann Den macht Samen, es diesen Schneeballeffekt, du ja. hast den Samen gesetzt, ja. Genau. Und das war mein Ziel. Ich sagte, egal wie groß und wie klein die Schule ist, ein, zwei, drei Lehrer bekomme ich immer. Und die anderen habe ich einfach wirklich versucht dann zu ignorieren. Weil, Dann also kam auch der manchmal habe Schneeball. ich es. Manchmal, wenn es hart geworden ist, habe ich sie auch rausgeschmissen und gesagt, du, schaut, das ist freier Nachmittag, ihr könnt einfach gehen und ich würde euch auch darum bitten. Ich habe manchmal, ich hab eine alte christgrämige Lehrerin mal nach draußen gebeten, sie soll nach Hause gehen. Da war ich 26. Und die restliche Lehrerkollektion ist aufgestanden und hat applaudiert. Und ich sage, Schön. die zieht immer schon alle runter und Gott sei Dank sagt dir das mal jemand. Und also habe ich auch erlebt. Also ich habe auch viel Positives erlebt. Aber das war mein härtester Punkt. Und ich habe mich einfach wirklich auf die konzentriert, die wollen. Und es sind Das ist immer gut. welche dabei, die wollen. Und die können was verändern bei den Kindern. Und Und so bringst du wir Stein brauchen ins nicht jeden. Rollen. Und in Zukunft, wenn mich auch viele fragen bei den ganzen Projekten, die wir starten, überall, ja, ich würde da gerne da mitmachen. Und ich habe 11-Jährige, 12, 13-Jährige, die mich anschreiben und selber Visitenkarten basteln mit meinem Logo drauf und sich ihren Namen draufschreiben und von Tür zu Tür gehen und sagen, hey, dürfen wir das und wir wollen Werbung machen und wir wollen ein anderes Schulsystem, wo können Klasse. wir dann mitarbeiten? Die Klasse. Plakate basteln dafür. Ich habe die nie gefragt, ich habe die teilweise noch nie gesehen, die Kinder, ja.
Jetzt weiß ich, wo du deine Energie herholst, wo du die schöpfst. Ja, das hält mich am Leben. Ja, aber welche Herausforderungen siehst du zukünftig? Also vor welchem Riesending stehst du, wo du weißt, okay, da habe ich noch, da brauche ich noch eine Seilschaft, um den Berg überhaupt erklimmen zu können? Keine mehr. Sehr schön. Also irgendwann werden die Gesetze brechen, wenn das zu viele anders machen. Ja? Mhm. Mir geht es um die Dezentralisierung der Bildungsmacht. Ja. Die muss wieder zurück in die Hände der Eltern, in die Hände der Kinder und der Lehrer, die wirklich für die Kinder stehen. Was ich vorher noch kurz sagen wollte, es kommen eben, wie gesagt, sogar Schülerinnen und sagen, du, ich würde gern Jüngere unterrichten, weil ich weiß noch, wie es denen geht. Meine Schwester ist selber 8 Jahre alt. Ich pensionierte Omas, die sagen, ich würde gerne, und die sagen, ja, aber ich kann jetzt nicht mehr studieren gehen. Und ich sage immer in meinen Gruppen, mir ist das scheißegal, ob du Lehrer, Pädagoge, Studierter, Doktortitel oder Bäuerin bist. Ich stelle denen immer folgende Fragen, das ist mein Lehrerauswahlkriterium, wobei meins ist ja auch nicht richtig. Ich gebe keine Vorgaben, ich gebe eine Bibliothek an Möglichkeiten. Ja? Und wenn der eine sagt, du, ich nehme 10% deiner Ideen nur, oder der andere sagt, ich nehme 50%, nehme 30% von Birkenbild, 20% von, weiß ich nicht, Waldorf, sage ich, super, endlich verstanden. Ja? Keine Vorgaben, nur Möglichkeiten. Wer bin ich, dass ich dem dort, den ich noch nie gesehen habe in Norddeutschland, vorschreibe, wie seine Schule auszusehen hat für seine Kinder? Also vollkommener Schwachsinn, davon müssen wir weg. Es geht um diese Dezentralisierung. Und wenn mich eben fragen, ja, was muss ich tun, um Lehrer zu werden dort? Aus rechtlichen Sicht muss zumindest ein Lehrer an dieser Privatschule sein, alle anderen müssen das ja nicht sein. Ja, wir haben selber einen Sportstudenten gehabt oder einen ehemaligen Sporttrainer, der teilweise dann bei uns was gemacht hat. Also das muss ja gar nicht so sein. Ich habe folgende Kriterien einfach als Leitlinien gesetzt und gesagt, schau den Menschen in die Augen und frage, liebst du Kinder? Ja. Und da siehst du siehst sofort eine Reaktion, vor allem bei manchen Omis, die siehst du. Ja? Mhm. Wenn er sagt so, ja, dann stellst du dir vor, wie am Traualtar und du fragst, Schatzi, liebst du mich? Und du so, kann sein. Naja, eigentlich schon. Ja, wenn es so denn sein muss. Ja, genau. Dann würdest du auch nicht mehr heiraten. Ich glaube, das sind jetzt klarer als Nein dann. Ja, genau. Das Zweite ist, dann kannst du Begeisterung weitergeben. Wenn manche zu mir kommen, ja, ich habe 3 Doktortitel, ich mache das so. Das heißt gar nichts. Nein, null und nix. Ja? Kannst du dieses Wissen und diese Begeisterung weitergeben? Drittens, hast du im Optimalfall ein paar Lerntechniken in deinem Fach drauf? Und dann kommt der wichtigste Punkt. Das ist das, was ein Lehrer oder ein Schuldirektor abhaken kann, so quasi ja. Ne? Und dann stellen wir dich mal eine Woche vor die Kinder. Kannst du das Wissen transferieren? Und die Kinder fragen wir dann, hey, findet ihr den gut? Findet ihr den menschlich gut? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre mit dem jeden Tag verbringt? Und wenn die mich anstrahlen und sagen, ja, den finden wir super. Jede Stunde. Ja. Dann sind wir dabei. Weil was hilft's, wenn ich den gut finde und die Kinder finden den kacke? Ja, ich muss den einmal vielleicht in der Woche sehen und die sehen den jeden Tag. Ja. Das heißt, es geht um die Kinder in Zukunft. Ja. Wir müssen die Kinder fragen. Und das ist auch, ist ja manchmal peinlich, was ich erzähle. Was ist denn meine Innovation? Meine Innovation ist, dass ich die gefragt habe, um die es geht. Mhm. Also, ist ja manchmal peinlich, dass das noch nie passiert ist. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du, ich war am Mars übrigens und ich habe rausgefunden, wenn man die kleinen Finger 3-mal am Tag aneinander hält, dann versteht man Mathe, dann kann man sagen, ja, das ist eine Revolution. Aber was ist es für eine Revolution, die zu fragen, was sie sich wünschen? Ja. Und das ist alles, was wir gemacht haben. Und das ist auch das, was ich für den zweiten Partner für die Schulen der Zukunft eben vorstelle, dass die Kinder sich selber die Schulen der Zukunft gestalten können. Das heißt, die Erwachsenen kaufen das Grundstück, sie liefern das Baumaterial an, die Kinder kreieren sich das selbst. Das ist meine Vorstellung dazu. Ja. Und wir machen nur Rahmenbedingungen, die sie selber nicht machen können, weil der 7-Jährige kann sich das Grundstück nicht kaufen. Und der kann auch nicht einen tonnenschweren Bagger bedienen, um dort irgendwas auszugraben, weil wir dort einen Spielekeller brauchen. Ja. Aber der kann bestimmen, da möchten wir das, da möchten wir das und so würden wir es verbessern. Und da habe ich mir eben einige Mechanismen überlegt, wie wir in Zukunft festlegen können, dass die Schule sich entwickelt, dass es ein lebendiges, wachsendes System wird und zwar immer nur im Sinne der Kinder. Mhm. Weil wenn es im Sinne der Kinder ist, ist es im Sinne aller. Das ist definitiv so. Ja, das kommt von unten hoch. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, nachher fast ein Riesenthema.
Wir haben ja noch nachher 20 Minuten im Anschluss an das Videogespräch und da gehen wir vertieft rein. Jetzt eine Abschlussfrage. Stell dir vor, es kommt eine gute Fee bei dir vorbei. Das ist aber eher so eine gute Fee mit großem Herz. Also die ist in der Ausbildung noch, erstes Feenlehrjahr. Und die möchte aber, weil sie dich, Ricardo, so toll findet, schon jetzt loslegen. Die ist so richtig geil drauf, dir jetzt einen Wunsch zu erfüllen. Aber es ist halt nur einer, keine drei. Die kommt jetzt bei dir vorbei und fragt dich nach deinem Wunsch. Puh. Sie ist eine Anfängerin oder sie kann schon alles machen? Naja, im ersten Lehrjahr, du weißt, die Ausbildung geht 3 Jahre. Das kann auch manchmal schief gehen, wenn es zu groß ist. Also ja, Mentalmagie. Wenn ich wieder nach Hogwarts könnte, ja. was da mein Wunsch wäre, die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen Weltfrieden und Co. Das kann sie leider noch nicht. Das kommt im dritten Lehrjahr. Ich würde die Traumas der Menschen auflösen und sie wieder in ihr kindliches Bewusstsein zurückversetzen. Weil da hatten sie das nicht. Da hatten sie keinen Rassismus in sich, keine Vorurteile. Sie waren lernbegeistert. Sie sind freudig wie ein kleines Kind auf alles zugegangen. Und wenn sie dann diese Möglichkeiten sehen, ich habe kein Problem mit den Kindern, dass die das akzeptieren, ja, sondern es sind traumatisierte Erwachsene. Und auch die Erwachsenen, die jetzt diese ganze Kacke hier veranstalten und die auch vorher schon finden, das sind traumatisierte Dinge, weil sie selber Sachen erlebt haben, meistens in ihrer Kindheit, die sie eben dorthin gebracht haben, die etwas kaputt gemacht haben. Und ich würde sie gerne eine Zeit lang wieder in ihr kindliches Ich zurückversetzen, wo sie die Welt noch positiv gesehen haben, wo sie was Positives verändern wollten. Wenn du kleine Kinder fragst, die haben so grandiose Ideen, was man mit dem Planeten besser machen kann. Und die scheitern dann an Mathe oder an Englisch und schmeißen ihre Träume über Bord wegen einer fiktiven Zahl auf einem Stück Papier. Also da würde ich sie gern wieder zurückversetzen, weil ich weiß, wenn wir die Bildung verändern, verändern wir alles. Ja. Das ist definitiv so. Und ich glaube nicht, dass ein Kind als böses Kind geboren wird, sondern diese Dinge kommen durch gewisse Traumata und durch Ängste und durch Hass, der von außen auf ihn einprasselt, weil das Kind hat das alles nicht. Und wenn wir die Erwachsenen wieder erleben lassen können, wie das war als Kind und wie man unvoreingenommen und freudig auf etwas zugehen kann und das annimmt, was am besten ist für alle und nicht, was am besten ist fürs eigene Geldbörsen. Der Vierjährige, der freut sich über das Bonbon genauso viel wie über den Ferrari. Ja. Und wenn du 5 Minuten mit ihm Zeit verbringst, ist ihm das sogar mehr wert wie der Ferrari. Und da, wenn wir da wieder das Bewusstsein hinbekommen, dann verändern wir alles. Und das wäre dann mein Wunsch an diese Fee. Schön. Schöner Abschluss. Ich hoffe, dein Wunsch geht in Erfüllung. Ich werde mich einsetzen, dass die gute Fee zumindest im ersten Lehrjahr das schon gelernt hat. Ja, schick sie dabei. Die war schon bei dir. Die hat den Wunsch schon mitgenommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. War super kurzweilig. Dankeschön. Und ja, im nächsten Jahr, wenn du wieder einen freien Termin hast, setzen wir das fort. Ja.